Fahnenflüchtiger, der haut ab. Wo war denn das nochmal, wo ich eben den Hebel umgelegt habe? Da. So ein Depp, ey. Möp, möp. So, wir machen die Türen wieder zu. Jetzt macht nämlich auch die Leitern Sinn. Ja. Ja, am Tor. Danke, Kai. Nehmen wir an, das wolltest du schreiben. Na, na, na! Die Saubratze. Hey, das gehört hier nicht. Jetzt sei schön brav und gib's wieder hin. Wo fliegt denn der hin? So kriege ich den, glaube ich, nicht. Ich brauche die... Oh, was gibt's denn hier? Hier kann ich was bauen. Geschütz oder Magnet? Geschütz. Ja, mein Freund. Jetzt gibt's Saures. Wenn ich treffen würde. Geht doch. So, jetzt bauen wir aber auch noch den Magneten. Nur weil wir es können. Zack. So. Halt, du sollst das Ding aufnehmen. Jetzt machen wir aber erstmal den Turm einschalten. Nein. Diese Suchdroiden hängen mir zum Hals raus. Wir machen erstmal das hier auf. Zack. Bam. Minikit. Jetzt können wir den Turm einschalten. Kannst du das mal da reinstecken? Danke. Ich will ein Gentleman sein und Sie diesen hier besteigen lassen. Wen will, soll sie besteigen? So, alle ausgerichtet. Jetzt müssen wir doch einen Luke finden können, oder? Damit sind alle Türme wieder in Betrieb. Und sieht so aus, als hätten sie Luke bereits öffnen können. Worauf warten wir dann noch? Holen wir ihn, bevor das Wetter noch schlimmer wird. Wieso steigt denn der jetzt auf meinen Tonton? Kannst du dich mal verpissen? Hey, das ist meiner. Weg mit dir, garstiger Vogel. Was ist denn da unten eigentlich? Fähnchen, gut. Hüpf. Ein Wompa. Rein, aber bewahren Sie kühlen Kopf.
Ja. Sehr geil. Luke. Ben. Du musst in das Dagobah-System. Du wirst dich zum Dagobah-System begeben. Dort soll Yoda dein Lehrmeister sein. Der Jedi-Meister, der auch mich ausbildete. Ben. Ben. Luke. Ben. Ben. Oh. Dankeschön. Machen wir gleich. Master Luke, Sir, es tut nach der Videosequenz. Funktionsfähig zu sehen. Danke, 3PO. Oh, Hochallerwürdigste, Sie scheinen es geschafft zu haben, mich doch noch ein bisschen länger hier zu behalten. Ich weiß wirklich nicht, wo Sie Ihre Illusionen hernehmen, Lasergehirn. Lach du nur, du Pelzvieh. Prinzessin, wir haben einen Besucher. Du denkst immer nur mit deinem Magen. Ein imperialer Suchtdroide. Muss eine Art Detonationsautomatik besessen haben. General, in Sektor 4 nähert sich aus dem Hyperraum eine Flotte von Sternenzerstörern. Alles für einen Bodenangriff vorbereiten. So, kleinen Moment. Ich starte nur noch mal hier eben ganz kurz. Vielen lieben Dank, mein lieber Yannick. Ach so scheiße, wie viele Star Wars-Spiele gibt es denn? Warte mal, wir versuchen es mal mit Lego. Lego Star Wars Skywalker Saga. Oh, da ist er. So. Und es kann weitergehen. Heiß und kalt. Wir sind ein wahrer Jedi. Ich glaube, davon haben wir nichts, oder? Oh doch. Oh doch. Oh nein. Abwärts mit Stil. Ein Minikit haben wir. Super. General Rikan. Mit Kapuze. Han Solo mit Kapuze. Du hast es gehört, R2. Das Imperium naht. Machen wir einen Snowspeeder-Start klar und fliegen wir da raus. Wir machen einen Snowspeeder-Start klar. Die Transporter sammeln sich am Nordeingang. Die schweren Transportschiffe werden starten, so wie sie geladen haben. Wir haben R2, komm mal her. Brauch dich. Wir können das Energiefeld nur für einen Bleiben Sie also in unmittelbarer Nähe Ihrer Transporter. Los! Schon wieder. Die Ionenkanone wird mehrere Schüsse abgeben, um ihre Flugbahn von feindlichen Schiffen freizuhalten. Wenn ich so viel trinke, muss ich gleich wieder aufs Klo. Fliegen Sie direkt zum vereinbarten Sammelpunkt. Verstanden? Viel Glück. Kein besonders guter Zustand. Aber wir können das reparieren. Nicht wahr, Erzo? Toll! Der Motor ist repariert. Aber wir brauchen einen neuen Flügel, wenn wir da rausfliegen wollen. Hier sind noch genug Flügel. So, wir bauen uns einen neuen Flügel. Die ganze Stimmung jetzt versaut, Zickchen. Vor einer halben Stunde. Also fast genau vor einer halben Stunde. So, ich glaube, wir können los.
AT-AT. Imperiale Kampfläufer gesichtet. Naja. Kann man sehen, wie man will, Zickchen. Für mich nicht. So, jetzt Snowspeeder fliegen. Yes. Sehr geil. Das ist Renegade 2. Wir haben hier einige ATSTs und Spätrupps, die etwas kalt aussehen. Heizen wir ihnen ein. Verstanden, Renegade 2. Das war ein Joke. Oh shit. Aber das war erst der Anfang. Weiter so. Steht ein Schneemann. Habt ihr den Schneemann gesehen? Jetzt kommen die dicken Dinger. Luke, du musst diese AT-ATs aufhalten. Die Basis hält nicht mehr viel aus. Da hat doch kein Fernglas in der Hand. Niemand wird uns retten können. Keine Angst, Raifio. Wir erledigen diese AT-ATs. Du wirst schon sehen. Okay, Jungs, seid jetzt eng beieinander. Wir müssen diese Leute in Stolpern bringen. Haken bereit machen. Du schießt auf mich. Aua. Sollen das? Zack. Da haben wir ihn. Los doch, fall hin! Plumps, da liegt er. Gut gemacht, Luke. Du hast es geschafft. Ich freue mich, dass es vorbei ist. Luke, hörst du mich? Hier wird es langsam eng und es kommen drei weitere AT-ATs auf uns zu. Ja, ja, bin doch schon dabei. Ich darf nicht so weite Bogen fliegen, verdammt. Weiter, Suzu! Zack! Da liegt der Nächste. Wir könnten das hier tatsächlich überleben. Ich bin überrascht. Die Chancen stehen nicht gerade zu unseren Gunsten. So, next one. Next one. Bam!
Hallo, kannst du da mal treffen? So, was ist denn jetzt hier mit euch zwei Kleinen da? Oh. Nein, zu dich dran, fuck! So. Puff. Alter, was war das denn jetzt? Geben Sie das in der Kopf. Ist das Darth Vader? Kommen Sie, es ist aus. Und dann ab zu den Transportern. Lauf um euer Leben! Transporter, sofort starten. Wir erreichen euch nicht mehr. Ich bringe die Prinzessin mit dem Falken raus. Kommen Sie! Aber wo wollen Sie denn hin? Kommen Sie zurück! Angriff auf Echo-Basis. Nice! Haben wir. Wahre Jedi. Sehr schön. So. Dieses, was? Das ist ja frech. Wir haben auch kein Minikit, glaube ich, gell? Noch eins. Na ja, gut. Ich warte nicht mehr länger. Zum Falken. Jetzt sofort! Ist er immer noch im Hangar? Jedenfalls nicht in der Cafeteria.